So, willkommen zurück bei Rage. Beragu. So, schaffen wir das? Oh, nice. Nice. Anfang sah wieder gut aus, Landung war wieder scheiße. Aber wir haben es hingekriegt. Cool, freue ich mich. Auch wenn es nicht so klingt, aber ich freue mich. Freude. So. Vor allen Dingen, wie groß ist denn dieses Wasted-Territorium eigentlich? Okay, der Turm ist wieder da. Okay, was macht das für einen Sinn? Oder haben wir schon mal irgendwie so eine Drohne zerstört? Wie ein Boom, 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 Boomerang. Komm ich immer wieder bei dir an. Wo will er uns denn jetzt hinführen? Nächste Mission oder was? Aber ich würde jetzt erstmal gerne meine Munition wieder auffüllen. Oh, Schaden 11%. Sollten wir gleich mal reparieren? 14 Dollar. Das ist fair. Das ist sehr fair. Wäre das mal im echten Leben auch so. Genug Platz für neue Geschäfte gewährleisten. Leider werden einige von Ihnen zur Umsetzung dieser Maßnahmen ihre Wohnquartiere aufgeben müssen. Gut gejagt. Hier ist deine Belohnung. Wir sehen uns, hoffe ich. 5 Rennscheine und 50 Dollar. Dass man da auch Rennscheine kriegt, das finde ich cool. Ich bin sicher, dass keiner von Ihnen ein Interesse daran hat, dass sich die damaligen Geschehnisse wiederholen. Vielen Dank. Lalalala. Hallo. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Möchten Sie handeln? Wir könnten nochmal verkaufen, glaube ich, ne? Erstmal Munition. Wir haben jetzt die Schrotflinte verballert. So, Objekte verkaufen. Wir haben Ausrüstung, Munition. Rezept unbekannt. Bla bla. Bla bla. Bla. Das lasse ich noch. Leere Bierflaschen und Weinflaschen. Das ist wahrscheinlich der Schnaps, den wir gerade gesammelt haben. Ne? Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Jetzt frage ich mich gerade, als wir die Mission da gemacht haben. War die dann jetzt schon beendet oder können wir die jetzt noch irgendwie einlösen? Das ist scheinbar schon beendet. Wer vermisste? Geniale Bash-TV-Show. Dankeschön. Achtung, Bürger und Besucher von Wellspring. Ein Mitglied unserer Gemeinschaft wurde von den Ghosts entführt. Oh nö. Wir suchen nach jemandem, der den Mut hat, im Unterschlupf der Ghosts nach ihm zu suchen. Es ist zweifellos gefährlich, aber es winkt eine große Belohnung. Finde Spuren des vermissten Bürgers, um die Belohnung zu erhalten. Bedrohung durch Mutanten. Mutanten zerstören unsere Wasserleitung. Wir brauchen einen Scharfschützen, der unsere Arbeit entdeckt, während er die Leitung. Unseren Arbeiter entdeckt, während er die Leitung repariert. Wenn wir sie nicht aufhalten, kappen die Mutanten die Wasserversorgung von Wellspring. Wenn du den Job annimmst, geht sofort los. Okay, dann lieber nicht. Weil. A, haben wir nicht so viel Scharfschützenmuni. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da was kriegen würden. Ich würde jetzt mal hier gucken, was hier abgeht. Fette Karre hast du da gewonnen. Danke. Ach, das war's. Wow. Okay. Uiuiui. Man macht Sachen. Ah, zu den Ghosts will ich eigentlich fast gar nicht. Ey, ich hasse diese komischen Springer-Typen da. Entschuldigung. Sehen wir uns mal kurz hier noch ein bisschen um. Ich weiß nicht, ob wir alles schon... Ich hab jetzt auch alles erkundet, ne, was so geht.
Wenn du Autoteile suchst, bist du hier genau richtig. Willst du dich mal umsehen? Oh, sollten wir vielleicht auch mal nochmal nachkaufen, zack. Was kann man denn immer einsetzen, oder was? Vermute ich mal, so wie die Minen und so weiter. Eigentlich auch interessant. Fahr wie der Teufel, mein Freund. Na gut, ich würde sagen, wir fahren wieder zu den Ghosts erstmal. Eigentlich wollte ich diese kleine Session nutzen, um so ein paar Nebensachen abzuschließen. Gucken wir jetzt mal wegen der Mission, was wir jetzt alles haben. Hier war das Ganze. Das ist bei den Mutanten. Das ist Belohnung, ja. Ich würde sagen, wir aktivieren uns erstmal das Ding. Was ich wirklich, wirklich, wirklich schmerzlich vermisse, ist, dass man die Karte irgendwie groß machen kann. Vielleicht geht's und ich bin einfach bloß so blöde gerade. Über die üblichen Kanäle geht's schon mal irgendwie nicht. Also Tab oder M. Okay. So, jetzt kommt da bestimmt wieder so ein ferngesteuertes Auto, oder? Arschloch. Na komm. Alter, die ganze Munition ist schon wieder weg. $125 haben wir wieder gekriegt. Aha, aha. Wo geht's hier lang? In die Stadt? Oder das täuscht, ne? Okay, schade. Ich muss gucken, das ist so auffällig hier. Aber scheinbar ist hier nichts versteckt. Okay. Vor allen Dingen sieht es vor dem Tunnel so ganz anders aus als jetzt nach dem Tunnel. Ich wusste es doch, die Musik schon wieder. Okay, der kommt von dort. Ich habe hier keine Raketen drin, nein!
Sieht er uns schon? Nee. Was, wie sieht er denn eben immer an? Er macht doch dieses Sound. Wieso hat er denn die ganze Zeit nicht geballert? Wieder so eine Sammelkarte? Ja. Ich hätte echt schon gedacht, wir haben viel mehr davon. Ah, oh, wieder so ein Teil, okay. Ein Topf. Das erinnert mich auch gerade wieder an Borderlands. Da saß da was. Aktiviere den Feldritverfeinerer. Toll, den kriegen wir jetzt nicht. Oh, toll. Ist das blaue das Ziel? Ist das jetzt im Gebäude oder ist das unten? Ah ne, das ist unsere Karre, alles klar. Ich bin doof. Okay, wir fahren gar nicht runter. Ich dachte, wäre auch so ein Fahrstuhl, wo wir runterdüsen jetzt. Und nun? Ach, das war schon. Oh, Flaschen. Okay, wir sollten auf jeden Fall unsere Karre noch mal ein bisschen... Ah, wechseln einer. Aufmotzen. Duty Knudi, weg hier. Na, Fahrzeug, wo bist du? Auch so komisch aus, als ob man da eigentlich rein könnte. Ah, guck mal, da wartet doch schon wieder einer. Oder nee, ich glaube, das könnte das ferngesteuerte Auto wieder sein. Wenn wir jetzt wieder 5 noch kriegen sollten hier von den gegnerischen Fahrzeugen, dann haben wir keine Chance mehr mit unserer Munition. Wie schnell sich das verballert, ey. Schuss, ich muss weg. Jo, da ist es. Das war tatsächlich. Ja, wir sollten wieder ein paar Prozente verloren haben an der, von der Rüstung hier. Ups.
So. Und dann geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze, bedanke mich. Ach, guck mal. Ich hoffe, wir fahren bisher. Spitze, bedanke mich. Bis denn.